Equision selber gesagt, dass sie mit dem Courchet-Komplex ein Experiment starten. Und zwar probieren sie sehr, sehr viele Dinge aus jetzt für DMZ, den Extraction-Looter-Shooter-Modus von Call of Duty. Und zwar haben sie in Season 3 Reloaded mit dem Courchet-Komplex unter anderem die Nachtraids reingeführt, neue Spielmechaniken und auch die Waffenteile. Und zwar ähnlich wie mit dem Waffenkoffer müssen wir 5 Waffenteile extrahieren und können dann aus diesen Waffenteilen eine neue Waffe bauen. Die hier sieht man im Hintergrund. Sehr, sehr geiles Feature. Ich hoffe, davon kommt noch sehr, sehr viel mehr in Zukunft. Die Versuche verlinke ich euch unten, also die beiden Livestreams, in denen wir das dann gemacht haben. Wir haben möglichst versucht, alles solo zu machen. Also wir haben alles solo gemacht und möglichst ohne Hilfe, ohne Sicherheitsrucksack und so weiter und so fort. Und die Map, die wir hier nutzen in dem Video zur besseren Veranschauung, die verlinke ich euch natürlich auch unten. Das erste Waffenteil, was wir holen, ist das Visier und dazu gehen wir nach Tarak Village, ganz im Norden der Karte. Ein Eingang, der nicht so oft begangen wird, komischerweise, obwohl es einer der besten Eingänge ist. Wir haben hier nämlich keine Gegner, das heißt, es sind nur Schwimm- und Tauchpassagen. Gut, wir haben 3 KI-Einheiten, aber das ist wirklich vernachlässigbar. Was hier auf jeden Fall ein Vorteil ist, ist eine Sauerstoffflasche mit reinzunehmen, aber das Ganze geht auch ohne. Besteht ihr jetzt die erste Tauchpassage, also hinter der ersten Tauchpassage, dann kommt ihr in einen Bereich, wo diese 3 Einheiten sind und da ist dieses kleine Holzbrett, was ihr sprengen könnt. Hier unter Wasser, ihr haltet euch ein bisschen rechts und schwimmt ganz durch, da findet ihr einen Schlüssel, dazu später mehr und euer erstes Waffenteil, das Visier. Das Visier muss mitgenommen werden und erfolgreich extrahiert werden. Nur dann ist es in eurem Besitz und zwar für euch und für das ganze Team. Also jeder, der mit euch mit im Team ist, bekommt das Waffenteil ebenfalls. Das zweite Waffenteil ist das Magazin. Hierzu gehen wir oben, ich sage immer in Osiris rein, also die Oase im Nordwesten der Karte. Viele sagen auch die Ruinen. Ruinen, das ist ein Ort, wo man eigentlich nicht ganz so viele Gegner trifft, aber schon mehr als in Tarak Village. Das liegt einfach daran, dass der Eingang ein bisschen unangenehm ist für einige. Die hier reingehen, die gehen primär rein, weil es hier auch wieder diese Schlüssel gibt. Dazu aber gleich mehr. Der Bereich hier unten ist radioaktiv verseucht. Die Aufgabe ist es, Türen zu schließen, um diese Radioaktivität einzudämmen. Wir sehen hier, wie eine Tür geschlossen wird und währenddessen würden wir Schaden nehmen, wenn wir entweder keine Strahlungsblocker dabei hätten oder keine Gasmaske. Also wichtig, vorher so ein bisschen gucken, dass ihr vielleicht zumindest eine Pille mitnimmt. Ihr findet hier unten viele Gasmasken, aber die Pillen sind auf jeden Fall Gold wert. Bevor ihr jetzt diese großen Tore schließt, könnt ihr den Bereich natürlich noch looten. Es gibt 3 große Hallen und in jeder Halle sind 4 Türen, die ihr schließen müsst. Und in der letzten Halle, also in Halle 3, könnt ihr hinten in einem der Räume, es ist immer random, welcher das ist, einer dieser Waffenkoffer finden. Jetzt ist es aber so, dass dieser Waffenkoffer nicht immer da ist und jetzt ein wichtiger Hinweis. Ihr seht hier mit den Pfeilen Orte, wo ihr Schlüssel finden könnt. Also in Halle 2 und in Halle 3 könnt ihr Schlüssel finden. Ihr seht hier, das ist so ein blauer Schimmer. Der Schlüssel liegt dann auf dem Boden, ihr könnt ihn einstecken. Und wichtig ist, dass ihr beide Schlüssel findet. Also sowohl den in Halle 2 als auch in 3. Und damit könnt ihr dann in den Geheimgang betreten. Das ist also wirklich notwendig, wenn ihr das Waffenteil nicht findet. Ihr geht dann ganz normal weiter und anstatt rechts rum dem Pfeil zu folgen, zum normalen Eingang in den Haupt-Koschei-Komplex, geht ihr nicht rechts herum, sondern links rum sind da diese gelbe Türe. Hier sind 2 einzelne Schlüsselslots und da öffnet ihr diese Tür und kommt damit in den Geheimgang. Sowohl Tarak Village als auch die Oase haben jeweils einen dieser Geheimgänge und in diesem Geheimgang könnt ihr ebenfalls das Magazin finden, also das war das zweite Waffenteil. Hier seht ihr, wie es hinten links in der Ecke gespawnt ist und vor sich hin schlummert. Also ein guter Tipp und ihr solltet generell auch diese Geheimgänge lernen. Also auch hier ein schönes Mittel, sagen wir mal, um die Map weiter kennenzulernen. Das dritte Waffenteil ist der Lauf und dazu geht ihr sozusagen in euren, durch euren Eingangsbereich durch, in die Mitte der Karte, in die chemische Fabrik. Und hier sind so viele kleine von diesen Tunneln. Es sind 5 an der Zahl und wenn ihr da reingeht, da könnt ihr random diesen Lauf finden, also alle durchsuchen. Es kann auch mal sein, dass er außerhalb dieser kleinen Rohre spawnt, irgendwo neben der Kiste. Habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass das passieren kann. Also ein bisschen die Augen aufhalten und dann nach diesem Lauf schauen. Und ihr habt das dritte Waffenteil. Für die letzten beiden Waffenteile müssen wir in den Alpha Cluster. Das ist ein Gebiet im Osten der Karte. Ihr schaut also auf den Kompass, lauft in den Osten, habt ihr Eingang C1, C2. Um Zugang zu bekommen, braucht ihr eine Autobatterie und ein Überbrückungskabel. Da das hier relativ schwer zu finden ist, also ein zweites Mal, lohnt es sich schon, das Ganze mit reinzunehmen. Also eine Autobatterie und ein Überbrückungskabel mit reinzunehmen. Und ja, da machen wir uns auf die Jagd nach dem nächsten Bauteil und das ist der Griff.
Für den Griff müssen wir nämlich hacken im Alpha-Cluster. Und das bedeutet, dass wir Laptops brauchen, 3 Stück. Jetzt ist es so, dass in jedem Eingangsbereich nur 2 Laptops liegen können. Die müsst ihr suchen, liegen random rum. Das bedeutet, wir müssen in einen Eingangsbereich von uns und in einen Eingangsbereich des Gegners. Das zeigen wir hier einmal im Originalton. Danke euch, habt ihr das gut gesehen. Ihr habt das gut gesehen, Digis, Tropen, Digis. Okay, Osten. Wir gehen direkt in den Osten. Und legen Batterie und Überbrückungskabel in die dafür vorgesehene Stelle. Und gehen weiter dann in den gegnerischen Komplex. Bevor wir in den Alpha-Cluster gehen, okay? Also hier reinlegen. Hier. Okay, jetzt haben wir 2 Slots frei. Und jetzt gehen wir gegenüber rein. A1 gehen wir diesmal. A1, was ist A1 nochmal? Ist das nicht Wasser? Egal, wir gehen auf jeden Fall A1 jetzt. A1. Ich glaube, dein Isis ist jetzt weg. Nein. Das wär's jetzt. A1 ist zu. Wir gehen rein. Let's go. A1 ist der Eingang für die Leute, die durch den Rohan-Oil-Komplex in den Koscher-Komplex reingehen. Das heißt, wir laufen sozusagen rückwärts rein und finden hier den Laptop. Also auch hier wieder sind 2 Laptops, die man finden kann. Wir brauchen nur noch einen, dadurch, dass wir 2 im anderen gefunden haben. Wer diese Aktion nicht so machen möchte, weil es relativ riskant ist, hier sind natürlich dann die anderen Spieler, die euch entgegenkommen können, der kann natürlich auch einen Sicherheitsrucksack benutzen und Laptops im Sicherheitsrucksack verstauen, extrahieren, dann wieder reingehen und dadurch sozusagen mit mehr Laptops aus einem Bereich durchgehen. Wir gehen dann in den Alpha-Komplex rein, öffnen die Tür und sowohl in C1 als auch in C2 befindet sich ein Turm. Entweder zerschießen oder vorbeilaufen. Vorbeilaufen ist ganz gut, weil ich habe hier eine Warnung vor hinter euch rankommende Spieler. Und dann seht ihr oben diese großen Blöcke. Das sind diese Server-Cluster. Das heißt, hier laufen die ganzen Serververbindungen zusammen. Untersucht ihr einfach am Rand, bis ihr eine Eingabeaufforderung bekommt. Hier seht ihr F für AQ-Laptop verbinden. Und so dann könnt ihr den ersten Server-Cluster hacken. Jetzt ist er gehackt und ihr müsst die anderen beiden Cluster finden. Diese Abschnitte hier sind so ein bisschen unterteilt in A, B und C. Allerdings sind die eigentlich nicht zu übersehen, weil diese Cluster relativ groß sind. Ihr geht da also oben hin. Ihr müsst wirklich ein bisschen suchen, dass ihr die Eingabeaufforderung bekommt. Ich habe auch an einem Cluster gar keine Eingabeeinforderung bekommen. Das heißt, es gibt auch welche, die euch den Hacken gar nicht zulassen. Da geht ihr einfach an einen anderen Turm und hackt dort die Einheit. Habt ihr alle 3 Einheiten gehackt, geht hier in den Nordwesten dieses Raums. Nordwesten, da ist nämlich der Eingang, der sich jetzt geöffnet hat, der ist sonst immer verschlossen. Ihr könntet die Seite hochspringen und jetzt diesen Raum öffnen und findet hier das nächste Waffenteil, den Griff. Ich würde sagen, der Griff ist wirklich der schwerste Teil von dem Ganzen. Ab jetzt wird es nochmal ein Hauch leichter. Wir müssen aber wieder in den Alpha-Komplex. Natürlich können wir das Ganze in einer Runde machen. Wenn ihr es in 2 Runden macht, denkt dran, wieder eine Autobatterie und ein Überbrückungskabel mitzunehmen. Und das letzte Teil ist die Mündung. Für die Mündung brauchen wir zusätzlich ein Tool, und zwar den R4D-Detektor. Das ist ein Gerät, mit dem wir Schriften erkennen können, das ist Infrarotlicht, mit dem wir sozusagen schwarz, ja, also diese Farbe sehen können an den Wänden. Wir gehen also wieder in den Alpha-Komplex rein und finden da im Süden des Raumes, also ganz im Süden, sehen wir so eine Anhöhe. Da sind ein paar Soldaten und 2 Geschütztürme. Ihr müsst einen Geschützturm mindestens ausschalten, damit ihr Zugriff habt auf die Mitte dieses Bereichs. Und da seht ihr wieder diese gelbe Tür, also gelbe Tür immer für so einen geheimen Bereich. Und wenn ihr da jetzt euren F4-Detektor benutzt, dann seht ihr 3 Symbole. Die müsst ihr euch merken, und zwar auch in der Reihenfolge. Zu diesen Symbolen findet ihr jetzt immer zugehörige Nummern. Und zwar findet ihr an den Wänden manchmal solche schwarzen Tafeln, das sind mehrere. Und an 3 dieser Tafeln findet ihr euer Symbol mit einer Nummer, die ihr euch entsprechend merken müsst. Ja, also hier haben wir das B und mir war erst nicht klar, dass es oben eine 8 ist. Sieht ein bisschen komisch aus, ich dachte, es ist ein Theta oder sowas. Frag mich nicht. Es ist eine 8 und im Grunde genommen reicht es, wenn ihr 2 Symbole findet mit den Zahlen und die 3. Zahl könnt ihr dann erraten. 0x8, dann nochmal probieren. 0x8, 0x8. 0, 0, 8. 0, 1, 8. 0, 2, 8. 0, 3, 8.
068. Jo, ihr habt recht gehabt! Es war die 8. Nice! Und da ist der Waffenkoffer. GG's. Denkt dran, der Code ist immer anders. Also einmal merken und dann wiederholen, das funktioniert nicht. Ja, und jetzt haben wir alle Waffenteile. Was machen wir damit? Wir können erstmal die Waffenteile, die kompatibel sind auf anderen Waffen, ausrüsten. Also zum Beispiel das Visier, das könnt ihr auf jede Waffe draufpacken. Auf die meisten Bauteile passen auf die Custom-Reihe. Und habt ihr alle Bauteile, dann bekommt ihr den Bauplan freigeschaltet. Da guckt ihr auch bei der Custom 762 und findet da sozusagen den kompletten Bauplan. Bisschen blöd übersetzt, total verrückt heißt die Waffe hier im Deutschen. Im Englischen, ich glaube, Madness, irgendwie Heat Madness, also glühende Verrücktheit sozusagen. Bisschen komisch übersetzt hier, total verrückt. Aber es geht noch weiter, wenn ihr die Waffe dann habt. Und sie ist wirklich eine sehr, sehr schöne Waffe. Könnt ihr auch noch jede Skin draufpacken. Also wie bei jeder Blueprint, eine Blueprint mit einer Skin kombinieren. Hier zum Beispiel die Platin-Skin. Und dann sieht die Waffe nochmal richtig geil aus. Und ihr könnt sie spielen überall, wo ihr wollt. Battle Royale, DMZ, Multiplayer und.